Ja, ich dachte, zu meinem morgendlichen Kaffee wieder eine kleine Reaction und zwar mal was Sinnvolles. Raus aus der Drogensucht. Ist das Video, das seht ihr gleich, sobald ich meinen ersten Schluck gesüffelt habe. Am Südhang gereift. Ist die Scheiße bitter. Ja, pass auf, pass auf. Raus aus der Drogensucht. Warum Substitution in Deutschland so schwierig ist. Mich hat das alles ein bisschen gecatcht, weil ich hier gelesen habe, Maxim aus Halle. Aus Halle. Also ich wohne in Halle an der Saale, also könnte es sein, dass das hier eventuell ist. Deswegen meddeln wir uns das jetzt einfach mal rein. Verdacht. Guck mal, was da rauskommt. Das Thema interessiert mich sowieso. Aus Gründen. Tja, viel Spaß allen. Drogen sind cool, sie berauschen, lassen vieles vergessen, für den Augenblick. Aber Heroin und Co. führen rasend schnell in die Abhängigkeit und Illegalität und spätestens dann sind sie nicht mehr so cool. Ich habe Heroin gespritzt, ja, jeden Tag, im Wert von 120 Euro. Ich habe mir eine Überdosis gespritzt und... Das ist Halle Saale. Das ist am Bahnhof hier. Ja, ist hier. Das ist einfach hier, krass. Wollte halt sterben. Aus der Opioidsucht gibt es Auswege und das sind Suchtersatzmittel wie Polamidon. Ich komme mit den Polar weg, wunderbar klar. Es gibt keine Straftaten mehr. Wenn ich jetzt nicht im Programm gewesen wäre oder nicht, dann wäre ich jetzt tot. 100% wäre ich tot jetzt. Auch Maxim will ins Programm. Ich werde jetzt bis nächste Woche Montag also nichts machen können außer warten. Abwarten und sich in Geduld. Mom, vorneweg. Also das größte Problem, was ich sehe, ist, dass wenn du drogenabhängig bist, jetzt mal vom Stoff her fast egal, also so härtere Drogen natürlich, ja. Und du hast mal echt den Moment, wo du sagst, pass auf, ich bin am Boden, ich habe alles verloren, ich will da jetzt raus, ich will jetzt eine Therapie machen. Dann meldest du dich da bei den Stellen und da kriegst du meistens als Antwort, na klar, in 6 Monaten haben wir was frei. Diggi, so läuft das aber nicht. Du bist nicht 6 Monate dann in dem Willen, das zu machen. Also, die Zeit ist eigentlich das, was ich meine, was am Arsch ist. Wenn die Leute anrufen, müsste sofort einer rausfliegen, den sofort einsammeln und dann muss es losgehen. Aber ja, kostet alles Geld. Wer bezahlt das? Du kriegst ja die Kohle nie wieder raus. Ja, warum? Pff, Sozialstaat? Warum sollen wir ein Sozialstaat sein? Wäre arschlos. Traurig. Gut üben, bis die Suchthilfe für Maxim in die Gänge kommt. Ob und wie das gelingt. Das wollte ich genauer wissen und habe Maxim monatelang mit der Kamera begleitet. Wird er es schaffen, vom Heroin wegzukommen? Im Spätsommer lerne ich Maxim in Halle an der Saale kennen. Er ist 28 Jahre alt und drogenabhängig. Seit einem Schlaganfall vor 3 Jahren kann er den linken Arm nicht mehr bewegen und er zieht das Bein nach. Regelmäßig ist Maxim hierher unterwegs, an den zentralen Drogenumschlagplatz von Halle. Hier verabreden wir uns zu einem ersten Interview und hier sprechen wir über seinen Wunsch, aus der Sucht auszusteigen. Wie oft gehst du hier hin und holst was? Täglich Jeden oder? Tag. Ja, klar. Klar. Gut. Hättest du denn den Wunsch, rauszukommen aus dieser Sucht? Und hast du noch Pläne und Träume? Natürlich, Und zwar, erzähl. Ich weiß nicht, ob ich das. Seitdem ich behindert bin, kann ich das nicht mehr so mit vollster Überzeugung sagen. Und eigentlich wollte ich mal Laufstegmodel werden, aber weil laufen konnte ich wirklich, ich war gut. Und jetzt geht's nicht mehr durch den Schlaganfall. Aber ich wäre bereit, ja. Schritte in diese Richtung zu machen und zu gehen. Maxim wäre bereit, sofort, also heute noch, den Einstieg in die Substitution zu beginnen. Ich dürfe ihn dabei mit der Kamera begleiten. Maxim erzählt mir, dass er Heroin und Cannabis konsumiert. Heroin braucht er täglich. Ja, scheiß auf das Cannabis, Junge, das ist ja. Oh, dieses Heroin wird ihn kaputt machen. Und du dackelst dann auch jeden Tag los, holst das beim Dealer für, was weiß ich, 10 oder was das kostet. Ich habe keine Ahnung von Hero. Zum Glück. Zum Glück.
Digga, der hat doch keine andere Möglichkeit. Das läuft nicht so von wegen, ja, bleib einfach heim und nimm das nicht mehr so. Das funktioniert so nicht. Du kriegst da übelste Zustände, dir tut alles weh, deine Knochen tun weh, du kriegst Rotz, du kriegst, ich sag mal, die Grippe des Todes, wenn man es jetzt mal normalen Leuten erklären möchte, ja. Und dann brauchst du das irgendwann einfach nur noch, um dich gesund zu machen, um dich normal zu fühlen. Du hast dann nicht mal mehr einen richtigen Rausch, du fühlst dich dann nur noch normal und musst diesen normalen Zustand hinterherlaufen. Das ist so krank, das ist wie Alkohol, das ist genauso der Teufel, dieses Dreckszeug. Nun also der Versuch des Ausstiegs mit Hilfe der Drogenberatungsstelle Drops. Drops. Dort hat man mir erklärt, wie der Weg in die Substitution abläuft. Der erste Schritt, man geht zur offenen Sprechstunde und stellt einen Antrag. Maxim geht allein hinein. Mich wollen die Mitarbeitenden drin nicht drehen lassen. Auch das erste Gespräch mit Maxim darf ich weder mit noch ohne Kamera begleiten. Maxim ist nach nur 10 Minuten wieder raus. Ich bin überrascht. Das Gespräch war jetzt sehr kurz. Was habt ihr denn besprochen? Dass wir jetzt Montag schon wieder, also Montag direkt gleich das Zweitgespräch machen und dann wird ein Fax zur Substitutionsärztin geschickt und dann erfahren wir ungefähr, wann ich einen Platz habe, ja. Ein Fax. Willkommen in Deutschland. Ein Fax. Junge, jeder hat ein Handy, jeder hat eine E-Mail-Adresse. Es gibt sogar Verschlüsselungsmöglichkeiten. Die schicken ein Fax. Unser oberstes Gericht kannst du auch immer noch nur per Fax anrufen. Also, das musst du dir überlegen. Willkommen im Digitalisierungszeitalter, Junge. Aber das heißt, es sind noch 3 Tage, bis es losgeht, ja? Müssen die überstehen? Irgendwie. Wie sollen das überstehen? Da wird sich die 3 Tage weiter das Zeug ballern, weil anders geht's nicht. Muss ich ja. Also es klappt schon immer irgendwie. Ja. Was ich an diesem Tag nicht ahne, ist, dass es nicht bei 3 Tagen bleiben wird. Es wird noch lange dauern. Kann auch schön, am echt. Anderen Ende von Halle treffe ich 2 Männer, die ebenfalls seit Jahren drogenabhängig sind. Patrick und Falk. Aufpassen, dass ihr euch die Kreten brecht. Sie nehmen mich mit in ein Abrisshaus. Hier hätte man seine Ruhe und könne über alles reden. Ja, da müssen wir das Loch. Ja. Hier bin ich ab und zu mal alleine hingegangen. Wenn ich viel Stress hatte, bin ich mal hergegangen. Patrick und Falk sind heroinabhängig. Falk, hast du hier schon mal geschlafen? Nee, aber in anderen schon. In dem hier noch nicht. Okay. Kannst du nicht mehr. Aber ich habe auch schon überall, ich habe auch schon mal im Wald geschlafen. Falk ist obdachlos. Patrick dagegen hat eine Wohnung und auf die ist er richtig stolz. Reinspaziert in meine Wohnung. Vor einem Jahr zeigte er sie mir. Das Leben des jungen Mannes hatte gerade eine positive Wende genommen. Nach Jahren mit Haftstrafen und Obdachlosigkeit hat er endlich wieder eine Wohnung. Er begehe kaum noch Straftaten, so sagt er mir. Die Wende in seinem Leben begann mit Arzneien wie diesen. Es sind sogenannte Substitute. Ersatzdrogen, die den Suchtdruck unterdrücken und dem Abhängigen ermöglichen, einen normalen Alltag zu leben. Es gibt Supotex, es gibt Polar Flüssig, es gibt Polar Tabletten, es gibt dies, das, jenes. Es gibt verschiedene Sachen, die man einnehmen kann, dass es halt körperlich besser läuft, ja. Also das mal, nur um es aufzuklären, ja, also reines Heroin kriegst du auch als normaler Mensch vor jeder OP. Dieses reine Heroin, damit könntest du auch 100 Jahre alt werden, aber macht halt alles hochgradig süchtig, der Dreck, und auf der Straße kriegst du nichts Reines. Dann zerfällt dein Körper eben, ja. Dann die Kohle dafür muss auch irgendwo herkommen, da musst du Straftaten begehen, was willst du machen? Es geht alles nicht anders, hammert. Ich komme mit den Polar-Tabletten wunderbar klar. Ich begehe keine Straftaten mehr. Rauche mein Gras, ganz normal, mein Bier und das war's auch. Bei Falk sieht es nicht so gut aus. Ich bin 44, seit knapp 25 Jahren auf harten Drogen. Also mit Unterbrechungen, halt Entgiftung, Langzeit. Wir haben meistens drüber geredet erst. Dass es schön wäre, wenn noch ein Programm wäre. Weil die ganze Kopfkino, die ganze Kopfstress klauen ihn. Dann wirst du wohl erwischt. Dann passiert das wohl, kommt da wohl die Bullen. Wenn ich jetzt nicht im Programm gewesen wäre oder nicht, dann wäre ich jetzt tot. 100% wäre ich tot jetzt. Ja.
Deswegen sage ich ja, Programm ist schon cool auf jeden Fall. Substitution wirkt. Bei Patrick kann ich das deutlich sehen. Ich kenne ihn seit 2 Jahren. Er hat sich stabilisiert. Umfangreiche Studien in Spanien hatten schon in den 90er Jahren nachgewiesen, dass durch die Substitution das Risiko der Sterblichkeit erheblich sinkt. Der Wiedereinstieg in ein halbwegs normales Leben gelingt mittels der Substitution recht gut und die Chance des Überlebens durch die Verabreichung von Ersatzdrogen steigt erheblich. Trotzdem ist es kompliziert und langwierig, in das Programm aufgenommen zu werden. Warum ist das so? Um mehr zu erfahren, bin ich mit einem Experten der Deutschen EZ-Hilfe in Berlin verabredet. HIV-Infektionen und Drogenkonsum durch Spritzen stehen im direkten Zusammenhang. Deshalb engagiert sich der Verein in allen Fragen um Ersatzdrogen. Dirk Schäffer, der Sprecher der Deutschen EZ-Hilfe, hatte eine Kampagne unter dem Titel 100.000 Substituierte bis 2022 mit ins Leben gerufen. Von diesen Substitutionsmitteln, ja, also davon dann auch nochmal wegzukommen später, also manche haben ja den Wunsch dann wirklich, pass auf, ich will auch die Substis nicht mehr nehmen, ich will wirklich wieder normal leben, ohne irgendwelchen Extrastoff. Das weiß ich jetzt auch nur vom Hörensagen, das soll wohl noch mal Ticken schlimmer sein, als vom eigentlichen Heroin zum Beispiel wegzukommen. Aber es macht dich halt körperlich nicht kaputt, ja, das ist der große Vorteil. Es macht dich körperlich nicht so kaputt. Also gar nicht wie dieses Heroin-Gelumpe. Gerade das, was du ja kriegst, das müsstet ihr mal sehen, das würde sich kein normaler einfach so, boah. Circa 166.000 Heroinabhängigen in Deutschland ist nicht einmal die Hälfte im Substitutionsprogramm. Zum Vergleich. Das ist gar nicht mehr Abhängige, 100%. In Spanien, Frankreich und Norwegen sind es rund 85%. Krass. 100.000 Substituierte bis 2022. Das hat die Kampagne, die von der Bundesregierung unterstützt wurde, nicht erreicht. Warum? Wir haben einen sukzessiven Rückgang behandelnder Ärztinnen und Ärzte. Altersbedingt, dass viele, die Behandlung damals aufgebaut haben, sich jetzt in den Ruhestand begeben. Es fehlt an Nachwuchs im Bereich der Suchtmedizin. Und dabei geht es gar nicht darum, dass es kein interessantes Indikationsfeld ist, sondern dass das Thema Sucht, auch wenn es in der Gesellschaft in unterschiedlicher Ausprägung sehr präsent ist, in den Studiengängen fast überhaupt nicht auftaucht. Traurig. Habt ihr Erfahrungen mit dem Thema Sucht oder kennt jemanden, der suchtkrank ist? Mhm. Und ist der Versuch des Ausstiegs aus der Sucht Privatangelegenheit oder geht es uns alle an? Hallo. Was meint ihr? Bitte schreibt uns hier in die Kommentare. Eine erneute Fahrt nach Halle. Fast eine Woche ist vergangen. Was gibt es Neues bei Maxim? Also ich habe gelernt, wenn du Drogenprobleme hast, welche Art auch immer, rede offen mit den Leuten. So dieses, von meiner älteren Generation, sag ich mal, dieses Versteckspielen und jeder, der draußen nimmt, ist schlecht. Das ist doch Müll. So kannst du doch die Leute auch nicht aufklären. Die leben dann ewig in ihrer Bubble, denken, das gibt's nicht. Dann lernen sie mal einen kennen, oder aus dem Freundeskreis, der dann süchtig wird. Der wird direkt verstoßen. Das ist alles Rotz, Junge. So hilfst du auch den Menschen nicht. Das ist alles einfach offen reden. Auch wenn man da erstmal echt Bammel vorhat. Also ich habe da nur gute Erfahrungen gemacht, muss ich wirklich so sagen. Hätte ich früher auch nicht gedacht. Ich habe da nur gute Erfahrungen mitgemacht, einfach offen und ehrlich sein. Fertig. Wer ein Problem irgendwie damit hatte, ist sein Problem, nicht deins. Du hast schon das Problem, weil du drogensüchtig bist, weißt du nicht mehr. In einer Spielothek treffe ich ihn wieder. Haare kämmen vor den Dreharbeiten. Zieh durch, Digga. Ich wünsche es ihm so sehr. Also eigentlich bist du schon, oder? Naja, ich war mal noch eitler. Ja. Ich hab mich ganz schön gehen lassen, die letzten Monate. Ja. Die letzten Monate waren hart für Maxim. Er lebt in einem Obdachlosenheim und dort gibt es immer wieder Ärger, erzählt er mir. Ja. Mit Heimen kennt sich Maxim aus. Seit er 8 war, lebte er in Einrichtungen der Jugendhilfe und in Psychiatrien. Er galt als verhaltensauffällig. Seine Mutter war überfordert und holte sich, wie sie meinte, Hilfe beim Jugendamt. In Einrichtungen der Jugendhilfe begann seine Drogenkarriere.
Maxim, wie geht's mit der Substitution weiter? Bist du zu diesem Termin hingegangen? Ja, aber einen Tag später. Also, einen Tag später zur offenen Sprechstunde. Naja, es ist halt ziemlicher Kopfstress. Weil sich ja nichts ändert bis dahin. Und ja, es eigentlich vielleicht nur schlimmer wird. Du müsstest die Leute direkt, wenn die kommen, sagen, pass auf, ich hab wirklich Bock, ich will da wirklich weg. Das sind Momente, die die Leute haben. Da musst du die irgendwie sacken und direkt zur Therapie, ohne irgendwie, dass sie noch eine Möglichkeit haben, Rückzieher zu machen oder mal einen Tag verstreichen lassen. So. Die müssen das jeden Tag weiternehmen. Das machen die. Also das ist nun mal so. Das ist ja das ganz große Problem, diese Zeit, die verstreicht. Da fallen ganz viele hinten runter. Da sterben einfach Leute. Dass sich nichts ändert, heißt, Maxim konsumiert weiter täglich Heroin. Anstatt unter ärztlicher Aufsicht Drogen Ersatzmittel zu nehmen, ist das normal? Ja. Nachfrage zum Prozedere bei Drops. Hier teilt man leider uns mit, schon. Zitat. Für eine Aufnahme braucht es des Weiteren 2 Beratungsgespräche zur Substitution in einer Drogenberatungsstelle. Nach dem 2. Gespräch stellen wir die Anfrage an infrage kommende Arztpraxen. Junge. Diese Beratungsgespräche sollen die Zuverlässigkeit und Bereitschaft zur Behandlung unter Beweis stellen. Das findet Dirk Schäffer von der Deutschen AIDS-Hilfe skandalös. Ich kenne keine andere Behandlungsform, wo die Motivation der Patienten vor Behandlungsantritt geprüft wird. So sieht's aus. Die Drogenberatungsstelle hat weder medizinische Expertise, um das einschätzen zu können, ja. Noch ist es ihre Aufgabe, die Motivation abzuprüfen von demjenigen. Ist überhaupt nicht ihre Aufgabe. Ich vergleiche das mal mit einem Rheuma-Patienten oder Diabetes-Patienten. Es wäre völlig absurd, denjenigen erst 2-mal in eine Beratungsstelle zu bitten und die Motivation abzuprüfen. Und das ist eben, ich sag mal, dieser besondere Rahmen von Suchtmedizin, dass es eben immer noch keine Behandlung ist wie jede andere, sondern immer noch eine Form von Sonderbehandlung. Das macht sich an so Dingen fest. 10 Tage sind vergangen, seit sich Maxim für... Und auch wenn du drogensüchtig bist, da ist auch jeder Termin, den du vor dir hast, ist immenser Stress für die meisten. Also bei mir war es so, wenn ich... Genau, wenn ich irgendwo hin musste, lass von mir aus Ausweis machen sein oder irgendwas. Schon Tage vor dachte ich, oh, da musst du zum Ausweis machen, oh, scheiße, und kein Bock und alles Dreck. Und das ist so ein innerlicher Stress, das kann man jemanden, der das nicht kennt, gar nicht richtig erklären. Das macht dich fertig, dieser Termin, als wenn es da um Leben und Tod gehen würde, weiß ich nicht, das ist so. Und du versuchst alles so von dir wegzuschieben, einfach von dir wegzuschieben. Alles, was nicht so bei dir ist, dann ist die Welt in Ordnung so, wenn du von allem weg bist. Das ist ganz komisch. Das kapieren die aber nicht. Und da musst du 2 Gespräche und danach stellen die erstmal Antrag irgendwo. Also ich bitte euch. Einen Platz im Substitutionsprogramm angemeldet hat. Zur Erinnerung. Anfangs wurde ihm gesagt, er müsse 3 Tage warten. Ich begleite ihn zu einem Afro-Shop. Er will sich Cornrows machen lassen. Maxim hat Fernweh. Sein Traum ist es, eines Tages nach Ostafrika zu reisen. Na, ich will ein bisschen länger. Ja? Hi, Frankie, hier lang. Frankie. Ja. Okay. Warum machst du das, Maxim? Weil es gut aussieht. Haarspange. Haare. Mit den Haaren willst du? Ja. Machst du so 7 oder 8 Stück, wenn du schaffst? Ich schaffe mehr als das. Echt? Ja. Na dann mehr als das, bitte. Kennen Sie Rono? Seinen Traum, Model zu werden, auch den hat Schöst er noch nicht du? Aufgegeben. Hm? Ich habe 2 Kleiderschränke voller Klamotten gehabt. Ach so? Ja. Das ist geil. Das ist wichtig, nicht aufgeben. Als du noch zu Hause gewohnt hast. Egal, wie dunkel es ist. Maxim hatte früher eine eigene Wohnung. Aber er machte Mietschulden und verlor sie.
Mir fallen die vielen Narben der Selbstverletzungen an seinen Armen auf. Ich darf sie filmen, aber Maxim will nicht darüber reden. Sie stammen noch aus seiner Zeit, als er in der Betreuung der Jugendhilfe war. Später kam noch eine Essstörung dazu. Heute geht es ihm viel um Selbstoptimierung. Er will akzeptiert werden und gefallen. Ich hätte gerne hier noch ein Piercing und das raus. Hä? Hier ein Filler rein. Maxim lebt von Bürgergeld. Er gibt es nicht nur für Drogen aus, sondern auch für Kleidung und Kosmetik. Augenblicke wie dieser machen ihn glücklich. Ja, okay. Mit seiner neuen Frisur macht er sich dann auf den Weg zur Drogenberatungsstelle Drops. Maxim, du hast den dritten Termin bei Drops jetzt, ja? Was erwartest du da? Na, im besten Fall sagt er mir heute, dass er eine Antwort von der Praxis bekommen hat. Und ich erfahre ein Datum, ab wann ich in die Substitution gehe. Wie geht's dir damit, dass es so lange dauert? Wie gesagt, es nervt schon. Weil man will irgendwas verändern und dann wird es einem noch so irgendwie langwierig gemacht. Das ist, ja. Richtig abfuckt. Schon unangenehm. Kann ich mich irgendwo setzen? Ja. Schlagartig meldet sich die Sucht zurück. Maxim ist entzügig. So nennt er das. Sein Körper braucht den nächsten Schub Heroin. Affig. Ein Ersatzmittel bekommt er ja noch nicht. Substitutionsmittel gibt es übrigens nur für Heroinabhängige, nicht für Konsumenten von Crystal oder Cannabis. Eine Frau, die jahrelang Heroin rauchte und spritzte, treffe ich in der Nähe von Dresden. Wir sind in einem Gartengrundstück verabredet, wo wir in Ruhe reden können. Denn in ihrem Umfeld weiß fast niemand, dass sie früher heroinabhängig war und jetzt substituiert wird. Ist der Garten hier? Wir nennen sie Doreen. Das ist ein Stück schön Natur hier, ja. Doreen will nicht erkannt werden. Wollen wir uns hier reinsetzen? Wie alt waren Sie, als Sie anfingen, das erstmal illegale Substanzen zu nehmen? Ich glaube 11, 12. Genau, ich wurde viel gemobbt, viel allein gelassen und dann. 11, 12. Ich glaube, da hat noch Mittagsschlaf gemacht, solche Faxen. Holy shit. Habe ich halt Kontakt zu jemand gehabt. Und dann habe ich angefangen mit Kiffen. Erstmal. Doreen erzählt mir, sie sei vor einer schlechten Kindheit und Jugend von Sachsen nach Berlin geflüchtet. Nächste Station, Alexanderplatz. Hier begann sie Heroin zu konsumieren. Wie sind Sie in Berlin an die Drogen gekommen? Das ist ganz einfach. Also. Also Heroin, für die, die es nicht wissen, das heißt nicht unbedingt direkt spritzen, das kann man auch. So ist die meiner. 11, 12 komplett auf jeden Fall, Alter. Das, also ich meine, ich habe noch mit Matchbox-Autos gespielt. Also Heroin muss nicht unbedingt spritzen, ja. Das fängt bei meisten an mit, das nennt man Blechrauchen. Da hast du eine Alufolie, die biegst du so zur V. Da machst du dieses Heroin rein, also das ist eigentlich Pulverform. Feuerzeug drunter. Und dieser aufsteigende Rauch dann, den atmest du ein. Das nennt sich Blechrauchen. Dann hängst du auch so da, das macht dich so, das ist ein Downer, das macht dich so ein bisschen. Und natürlich aufgrund dessen vergisst du all deine Probleme, dir geht's gut. Siehst zwar aus wie ein Stück Scheiße, wenn du dann so da hängst, aber dir geht's mit deinem Feelings gut. Es hat ganz viel zu tun mit, nicht mit Gefühlen klarkommen und sowas. Das sind ganz oft Gefühlssachen, warum Leute überhaupt Drogen nehmen. Ja, und später kommt dann meist die Spritzform noch dazu, beziehungsweise geht dann ganz da drin über, weil du beim Spritzen einfach weniger brauchst. Du kommst ja meist irgendwann Geldnot, bla. Und wenn du es dir spritzt, brauchst du halt viel weniger, als wenn du das so rauchen würdest. Das ist so meist der Hintergrund. Man muss doch nur zum Cottbuser Tor fahren und dann hat man die ganzen Leute. Genau. Sie sind im Substitutionsprogramm. Ja. Seit wann? Seit ca. 15 Jahren. Krass. Also so auf den Tag genau kann ich das auch nicht mehr sagen. Doreen bekam trotzdem 3 Kinder. Schwangerschaft und Ersatzdrogen
Was sagten die Ärzte? Das stelle ich mir krass vor. Bei meinem ersten Kind habe ich mich auch beraten lassen. Und die haben mir dazu geraten, sozusagen. Also ich habe ja kein Alkohol getrunken, ich habe keine anderen Drogen. Sehr gut. Also ich habe gar keine Drogen genommen. Ich hatte nur das Polamidon. Und die meinten, das ist kein Grund, abzubrechen. Okay. In der Uniklinik von Dresden brachte Doreen ihre drei Kinder zur Welt. Dass Schwangerschaften unter Substitution möglich sind und von Medizinern sogar positiv bewertet werden, überrascht mich. Professor Mario Rüdiger ist der Chef der Frühgeborenenabteilung. Also der Vorteil ist erstmal, wenn die Mutter substituiert wird während der Schwangerschaft, dass die Entwicklung des Kindes deutlich besser ist, als wenn es die Mutter unkontrolliert Drogen zu sich nimmt. So dass diese Substitutionstherapie zum unkontrollierten Drogenkonsum deutlich besser ist. Aber man darf es nicht vergessen, dass das Kind trotzdem ausgesetzt wird der Substitutionstherapie, was ja auch eine Droge ist im weitesten Sinne, und damit das Risiko besteht, dass die Kinder nach der Geburt nicht mehr damit versorgt werden können und in Entzugserscheinungen bekommen. Wie machen die sich bemerkbar, diese Entzugserscheinungen? So wie man fast beim Erwachsenen vom Entzug spricht, so ein kalter Entzug. Die können anfangen zu schwitzen, die werden sehr unruhig, schreien sehr deutlich, haben Durchfall, trinken nicht richtig, also richtig wie ein kalter Entzug. Oh, shit. In Dresden-Neustadt gibt es die lange Zeit einzige Arztpraxis der sächsischen Landeshauptstadt, in der Suchtkranke substituiert werden. Es ist die Gemeinschaftspraxis Meinhard Lange. Hier wird Doreen substituiert. Doreen hatte Glück, als sie von Berlin nach Dresden zurückkam. Denn Substitutionsplätze sind auch in Sachsen rar. Ärztin Rita Meinhardt. Crystal Meth wird bei uns umgangssprachlich auch Sachsensplitter genannt. Nur mal so als kleine Info am Rande. Wir können im Moment gar nicht mehr aufnehmen. Das ist schon seit langem so. Wir sind ganz froh, dass es inzwischen seit ein paar Monaten eine zweite Praxis gibt, die auch jetzt einige Patienten mit aufgenommen hat. Und trotzdem ist der Bedarf immer noch mehr, als im Moment wir geben können sozusagen. Also es gibt immer noch ausreichend genug Anfragen also zur Substitution. Und das ist tatsächlich ein Problem. Nach 15 Jahren täglicher Einnahme von Substitutionsmitteln setzt Doreen die nun ab. Sie leidet unter Entzugserscheinungen, denn auch Polamidon ist eine Droge. Und ich kriege immer wieder Atemnot. Dann denke ich mir, dass es vielleicht eher sein kann, tatsächlich, dass da die Medikamente tatsächlich kaum noch wirken. Ja? Ich vermute, dass es ist tatsächlich so eine ganz heftige Stressreaktion, tatsächlich noch auch als Entzug zu bezeichnen. Okay. Ja? Das Polamidon hat Doreen geholfen, ihre Heroinsucht zu überwinden. Schön. Jetzt möchte sie frei von jeglichen Medikamenten sein. Was gibt's so für Pläne im Leben? Was wollen Sie machen? Haus, Auto, Urlaub. Ausbildung? Auch. Und zwar auch was? Nach dem Haus. Ja, also ich stell mir vor, dass ich bei der Deutschen Bahn zum Beispiel eine Ausbildung als Triebkraftwagenfahrer machen kann. Das ist doch was. Durch Doreens Ausstieg aus dem Programm wird einer der so begehrten Plätze frei, zumindest hier in Dresden. Doch der Mangel bleibt bestehen, auch in Halle bei Maxim. Der 28-Jährige Bahnhof. Bekommt noch immer keine Substitute. Es ist nun 25 Tage her, dass er um Aufnahme in das Programm bat. Er hat wieder Entzugserscheinungen. 25 Tage. Das heißt, heute hast du noch nichts konsumiert. Kannst du nicht vergessen. Wann das letzte Mal? Gestern. Abend oder? Naja, ich war mit zwei Ukrainern unterwegs, Geld machen. Und die haben mich schon ein bisschen über den Tisch gezogen, wenn ich ehrlich bin, ja. Was heißt Geld machen? Klauen. Klauen gehen und verkaufen. Es gab irgendwie einen dramatischen Vorfall letzte Woche. Magst du darüber sprechen? Können wir. Was war los? Ich habe mir eine Überdosis gespritzt und wollte halt sterben. Hörte das an, Junge. Der wollte vor 25 Tagen in eine Therapie.
Der wollte einfach von dem Dreck wegkommen, Junge. Die kriegen es einfach zeitlich nicht gebacken. Und er war schon so weit, dass er sich weglegen wollte. Also das kannst du doch keinem erzählen, Junge. Wo leben wir denn? Alter. Das macht mich echt sauer, Junge. Aber ich habe dann doch Panik bekommen und habe dann den Alarmknopf gedrückt im Krankenhaus. Krank auf jeden Fall. Ich war dort auf der Behindertentoilette. Der Suizidversuch fand in diesem Krankenhaus statt. Als Obdachloser, der den Tag auf der Straße verbringt, ist Maxim auf frei zugängliche Toiletten angewiesen. Und hier hatte er die Überdosis genommen, dann den Notruf abgesetzt und kam auf die Intensivstation. So überlebte er. War das dein erster Suizidversuch? Scheiße. Aber diesmal war es anders irgendwie. Diesmal hat sich das alles so ernst angefühlt, so wirklich kurz davor. Und das, ich dachte, mein Schädel fliegt mir weg, wirklich. Es war, also ich kannte das so nicht und deswegen habe ich Angst bekommen, ja. Also ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber nicht das. Ich kann ihn verstehen. Ich weiß genau, wie es der Punkt anfühlt, wenn es dir einfach egal ist, ob du lebst oder stirbst. Und irgendwann kommt der Punkt, dass das Leben für dich viel anstrengender als alles andere. Das ist so traurig, dass wir den Menschen auch nicht helfen können. Dass, Junge, was? Nee. Wisst ihr, hier rennen Menschen rum, die fliegen zweimal im Jahr in Urlaub und rechnen sich auf, oh, es wird wieder eine Steuer erhöht, Junge. Da können wir sagen, fickt euch, Alter, echt. Hier gibt's Leute, die kämpfen echt um alles. Schaut euch den jungen Mann hier an. Der ist am Arsch. Du kommst da alleine auch nicht raus. Das kannst du vergessen. Wenn du jetzt spontan aufhörst, Junge, da sind zwei Tage tot. Alter, Junge. Das ist so eine traurige Welt, echt. In den Filmen ist es immer so, die machen das, drücken ab und dann sind sie tot. Aber dass man die ganze Zeit noch bei Bewusstsein ist und alles mitbekommt, ist... Ja. Eigentlich hast du ein Ziel, die Substitution zu beginnen. Ja, ganz genau, ja. Da... Aber es fühlt sich irgendwie so an, als würde man nicht weiterkommen. Maxim. Was ist denn hier mit unseren scheiß Krankenkassen, Junge? Guck dir mal die Gebäude von den Affen an. Riesen Gebäude, die Hauptsitze, Junge. Was ist denn mit der Kohle, Junge? Setz das doch mal für sowas ein, ihr Pisser. Junge. Oh nee, weil für was, ne? Der wird uns ja nie wieder die Kohle zurückgeben können. So ist das Denken von diesen Menschen. Team hat ja nun bereits mehrere Beratungstermine hinter sich. Aber erst in 2 Monaten einen Kliniktermin zur Entgiftung in Aussicht. 2 Monate. Wann und wo die eigentliche Substitution beginnt, ist immer noch völlig unklar. 2 Monate, das sind noch 60 Tage, die er sich noch weiter ballern muss. Erneute Nachfrage bei Drops, der Drogenberatung, die die Substitution organisiert. Hier teilt man uns mit, dass es in Halle zwar 3 Arztpraxen gäbe, die substituieren, doch, Zitat, die Kapazität. Eine ist 200 Meter von meiner Haustür. Kann ich euch sagen. Da siehst du wirklich Leute. Du siehst manchen an, dass die verloren sind. Dass die einfach verloren sind. Dann ist es halt vorbei irgendwie, ja. Das ist alles so traurig. Zitäten dort sind aktuell ausgeschöpft. Ja. Wir fahren zu Maxims. Wenn hier Ausgabe ist, da treffen sich auch, keine Ahnung, 50 Leute oder so, stehen manchmal auf dem Platz rum. Jeder Zweite hat irgendeine Schnapspulle noch in der Pfote, die machen noch Mischkonsum, weißt du, und ach, Junge. Mutter, sie arbeitet in einer Spielothek. Kennengelernt hatte ich Conny vor 2 Wochen. Jetzt ist sie erstmals bereit, sich filmen zu lassen. Na ja, dann kannst du noch so ein paar Kilos wegnehmen. Das Verhältnis Mutter-Sohn ist schwierig. Conny weiß, dass sie mit jedem Zehner, den sie Maxim zusteckt, dessen Sucht verlängert. Dieses Geld würde Maxim sofort in Heroin umsetzen. Aber sie ist eben auch die Mutter. Sie fürchtet Nachrichten wie die vom Suizidversuch vor 3 Tagen. Ich habe ja immer Angst davor, dass ich einen Anruf kriege. Klar,
Mir kamen auch die Tränen gleich wieder. Ich war erstmal baff. Na, du kannst deinem Kind, sag ich mal, natürlich auch kein Geld zustecken, ja. Und dir muss dann klar sein, zum Leben braucht man Geld, ja, auch Drogenabhängiger. Jetzt überlegen wir uns mal, wo soll er das denn herbekommen? Eventuell aus Straftaten, hä? Was ist besser, gib ihm jetzt einen Zehner oder lass ihn noch nachts klauen gehen, ja, mit irgendwelchen Leuten rumziehen, die ihn dann abziehen? Ja. Kann man nichts machen, so sieht's aus. Als Elternteil, meine ich, muss einem auch klar sein, oder bei meisten Elternteilen ist es so, sicherlich so, manche haben eine gewisse Mitschuld, aber den meisten, die trifft halt keine Schuld, so wirklich. Es kommt immer so, die geben sich so ein Schuldgefühl von welchen, oh, was habe ich falsch gemacht. Tu nichts, du kannst dein Kind nur aufklären, du kannst nicht permanent bei deinem Kind sein, und das ist halt leider so. Ich meine, gut, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Hier haben sie noch von Heim gesprochen und sowas, ja, und Jugendamt, irgendwelcher Müll. Aber Junge, der Weg kann nur sein, Therapie, und da muss die ganze Familie mitziehen. Man muss den Ärzten auf den Sack gehen, da darf man nichts unversucht lassen. Und von mir aus, nehmt den wieder bei euch auf, um den ein bisschen zu kontrollieren, aber nicht so von welchen, ja, du bist um 10 heim oder so, weil dann haut er wieder ab, das macht alles keinen Sinn. Sicherlich schwierig als Elternteil, klar, aber was willst du machen, dein Kind verstoßen oder was, das auf der Straße lebt? Ja, herzlichen Glückwunsch. Toll, tolle Eltern. Damit kann man jeden Tag rechnen bei Max. Früher habe ich die Gedanken ja nicht gehabt, ja. Nicht so extrem, aber jetzt. Also der Gedanke ist schon manchmal da, wo ich dran denke, dass es irgendwann, dass es nicht lange mitmacht. Therapien hat er ja noch nie gehabt. Entgiftung. Also Entgiftung. Über 10. Ach, ja. Vorher waren es ja 3-4 Mal im Jahr. Entgiftung auch, ich will nicht sagen völlig für den Arsch, aber Entgiftung sind erstmal nur dazu da, dich vom Level herunter zu bekommen. Das, was ich noch so kenne, das ist alles ein paar Jahrchen her natürlich, dass du, keine Ahnung, 10 Tage Entgiftung kriegst, ja. Kommst du dahin und wirst erstmal die ersten 3 Tage mit anderen Medikamenten ruhig gestellt. Dann hörst du, wenn du mit den Leuten telefonierst, auch wirklich so dieses, ist gut, du siehst förmlich vor deinem Geist in Auge, wie der sabbert, wie der völlig weggeschlagen ist aus dem Leben, nur damit er erstmal klarkommt. Und wenn daran nicht gleich eine Therapie folgt, nach den Tagen, ja, was denkst du, was nach 10 Tagen ist, da der Mensch einfach jämmerlich in Suchtdruck und wird wieder rausgeschmissen? Ja, wisst ihr, wie ich meine? Der einzige Weg ist eine Therapie, eine richtig ordentliche Therapie. Aber man kann ja auch nichts machen. Das ist ja das, ja? Kannst du auch nicht. Man will, tut man was für ihn, ist es ja auch nicht okay. Ja? Warum ist nicht man okay? Man kann immer da sein und beiseite stehen, aber am Ende hat er seinen Kopf. Seinen Kopf haben heißt, er folgt den Zwängen der Sucht. Ja. Alles dreht sich allein um die Frage nach der nächsten Dosis Heroin. Diesen Suchtdruck zu unterdrücken und wieder ein normales Leben führen zu können, das leistet eigentlich das Substitutionsprogramm, das Maxim jetzt so dringend will. Das geht nicht von alleine. Hier schläft Maxim, im Obdachlosenheim von Halle. Normalerweise. Olli. Doch zurzeit hat Maxim Hausverbot. Es gab Ärger mit einem Mitbewohner, wie Maxim mir erzählt. Ach, ganz schlimm da. Ich habe von Kollegen ein paar Videoaufnahmen, die darf jetzt hier wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen nicht zeigen. Die Bäder da, Junge, überall Schimmel. Da willst du nicht landen. Also ich würde da lieber draußen überpennen, wenn es jetzt nicht gerade Winter ist. Also ganz schlimm. Da bist du in einem Raum, 12 Betten aneinander, so viel Platz dazu. Junge, und da, ganz ehrlich, das kannst du lassen. Die kalten Herbstnächte verbringt der behinderte junge Mann jetzt auf der Straße und in Treppenfluren. Die Beherbergung von Obdachlosen ist sicher kein leichter Job. Viele Menschen bringen ihre Probleme mit ins Heim. Doch andererseits gibt es eine Unterbringungspflicht der Kommunen. Den Rauswurf des behinderten Suchtkranken Maxims
halte ich für problematisch. Natürlich. Nachdem mir Maxim das Obdachlosenheim gezeigt hat, gehen wir zur offenen Drogenszene von Halle. Maxim, du sagst, wie weit ich mitkomme und wo ich zurückbleibe. Das ist das alte Hotel. Es ist alles deine Entscheidung. Ich darf Maxim dorthin begleiten, wo er Heroin kauft und konsumiert. Ich solle zunächst noch zurückbleiben. Ich bleib hier und warte. Es ist die Brachfläche, wo wir vor 4 Wochen unser erstes Gespräch geführt hatten. Dann bekomme ich ein Zeichen. Jetzt gerade seien keine aggressiven Typen dort, nur harmlose Drogenkonsumenten und ein paar Dealer. Ich könne kommen und filmen. Maxim raucht Heroin mit einer kleinen Pfeife. Schlagartig entspannt er sich. Die Entzugserscheinungen sind wie weggeblasen. Es geht längst nicht mehr um einen Rauschzustand, sagt Maxim, sondern darum, die Entzugsschmerzen zu unterdrücken. Ein Zustand, der vielleicht 1-2 Stunden anhält. Erfahrungen mit Heroinabhängigkeit und langer Wartezeit bis zur Aufnahme in das Drogenersatzprogramm hatten auch Nicole Maria und ihre Freundin. Die zwei jungen Frauen treffe ich in Dresden-Neustadt. Das hat ja auch lange gedauert, bis ich in die Klinik kam. Also das war damals ganz schlimm. Das war im Winter und ich war immer krank. Ich habe das nicht mehr geschafft, das auf die Beine zu stellen, den Stoff. Und bin. Also krank meint damit entzügig. Das ist wirklich wie eine Grippe mal 10. Du kannst nicht bewegen, wie gesagt, da tun alle Knochen weh. Du hast Rotz, du hast Durchfall. Du bekotzt dich noch. Es ist völlig krank, du. Du kannst nichts mehr machen dann. Ja, dann geht's ja richtig dreckig. Und du wirst erst wieder normal, wenn du das Zeug wieder geballert hast. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. In die Klinik, dann erstmal zur Entgiftung. Soll ich das mit den Spritzen erzählen? Ja, natürlich. Immer offen ehrlich. Ich habe Heroin gespritzt, ja, jeden Tag. Krass. Jeden Tag? Ja, im Wert von 120 Euro. 120 Euro. 120 Euro jeden Tag. Hol ich das mal, das verdiene ich nicht, Alter. Das musst du natürlich auch erstmal organisieren, die Kohle, ja. Das ist Wahnsinn, das ist so ein Teufelskreis, ey. Also ich war schwer spritzenabhängig und habe dann den Klinikaufenthalt gehabt. Wie gesagt, keine Chance für mich in das Programm erst. Und als ich dann das zweite Mal zur Frau Meinhardt bin und mich das zweite Mal für die Klinik habe einschreiben lassen, da hat sie mir das dann vorgeschlagen. Und das war, ist ein Dreivierteljahr vergangen. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Ein Dreivierteljahr lang warten, ehe die Substitution beginnt. Nachfrage in der Praxis Meinhardt Lange, in der die beiden jungen Frauen behandelt werden. Hier ist klar, dass es zu wenig Ärzte gibt, die diese Behandlung anbieten. Wird es denn angemessen honoriert? Auf keinen Fall. Also in der Anfangsphase, wenn man jemanden einstellt, ist... Was ist deine Meinung dazu, dass Cannabis jetzt legal ist? Du, meine Meinung dazu ist ein bisschen extremer sogar. Ich bin der Meinung, es müsste richtig legal werden. Mindestens so wie Alkohol. Dass du einfach im Laden kaufen kannst, dass du das kiloweise zu Hause haben könntest, ich rede jetzt aber über Cannabis in Bezug auf die beste Konsumform, das zu verdampfen, ohne Tabak mit drin oder so, ohne Feuer, ohne das zu verbrennen, weil die Konsumform des Rauchens an sich ist ja schon schädlich, ja, das ist schon scheiße. Obwohl ich kann ja kurz einen Auszug mal aus meiner Erfahrung, das sind ja alles nur meine Erfahrungen, ich bin ja nicht allwissend oder so. Ich war mehrere Jahre hart Crystal Meth süchtig, also wirklich bis zur Obdachlosigkeit. Ich war verheiratet, hatte Haus, hatte Auto, hatte Motorrad. Alles gone, alles weg, Führerschein, es ist alles weg. War obdachlos, hab dann zum Glück jemanden kennengelernt, der mich da emotional auch ein bisschen aufgefangen hat. Und dann habe ich Cannabis kennengelernt. Ich glaube, da war ich so, also ich bin jetzt 37, das war so mit 30, um 30 rum. Ich weiß noch, zu meinem 30. Geburtstag saß ich allein im Auto. Da hatte ich noch ein Auto. Das war kurz davor, wo sie mir dann auch noch Auto und Führerschein alles abgenommen haben. Und Cannabis geraucht, ja. Und im ersten Moment war das viel zu viel, war totale Überdosis. Und
saß ich nur so da, völlig, völlig gechillt, völlig entspannt. Aber da war auch schon dieser Suchtdruck weg vom Crystal. Und irgendwann gewöhnt sich ja daran. Und dann konnte ich normal rausgehen, bin ich mal im Wald gelaufen. Und ich dachte immer, du hörst ja mal Cannabis, wie sagt man? Kriegst so einen erweiterten. Na Mensch, sag doch mal. Naja, dass du irgendwie Sachen besser wahrnimmst. Ich weiß nichts Wort dafür. Und ich dachte immer, die meinen damit so Optiken sehen oder siehst irgendwas, was nicht da ist. Nein, du konzentrierst dich, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, dir fallen Sachen auf, wo du sonst einfach vorbeiläufst. Wie ich bin an einem Baum gekommen, das war ein übelst großer Baum. Und jedes Blatt hat da einzeln so im Wind getanzt. Das sah wunderschön aus für mich in dem Moment. Da wäre ich früher einfach vorbeigelaufen, wäre mir gar nicht aufgefallen. Und ich habe mir den so angeguckt und ich bin einfach zusammengebrochen heulend, weil irgendwie hat da irgendwas im Kopf gemacht. Und ich habe gemerkt, Junge, du hast einen Sohn, du warst verheiratet, das ist alles weg, es ist alles gone. Und da habe ich zum ersten Mal kapiert, was ich gemacht habe. Und das war der Anfang für mich, davon wegzukommen. Und dann habe ich halt natürlich, ich muss sagen, ich habe viel zu viel Gras konsumiert, ja. Auch durch das Gras bin ich vom Crystal weggekommen. Du hast von gehört, es gibt für Crystal gibt's keinen Ersatzstoff, den du kriegst. Sagen sie einfach, ich habe Pech. Und ich habe ohne jede Therapie, ohne Ärzte, ohne alles, bin ich dann davon weggekommen. Ich habe natürlich versucht, erstmal medizinisches Gras über Ärzte. War da ganz offen mit meiner Drogensucht und bla. Ich war bei 4 Ärzten hier in Ostdeutschland, bei 4 Ärzten. Ist jetzt natürlich nicht die Welle, ja. Die haben mich aber alle 4 ausgelacht. Die haben mich wirklich ausgelacht. Da kommst du dir schon so doof vor. Da dachte ich, also um es doof zu sagen, so fickt euch, euch zeige ich das allen. Ein ganz harter Gedanke war natürlich auch mein Sohn. Ich habe mir vorgestellt, was ist denn, wenn der mal erwachsen ist und fragt dich, du Papa, war das dir wirklich wichtiger als ich? Und da dachte ich mir auch, das kannst du dem nicht, was willst du dem sagen? Das eiskalt weggelassen. Natürlich hattest du hier und da mal Rückfälle. Ich hatte auch, wo ich aufgehört habe, nachts manchmal Atemaussetzer von 30 Sekunden und so wurde mir erzählt. Aber ich wäre lieber gestorben, als diesen Dreck weiterzunehmen. Ich habe auch Zahnprobleme gekriegt. Dein Zahnschmelz löst sich einfach auf von Crystal Meth irgendwann. Dein pH-Wert im Mund stimmt dann einfach nicht mehr. Naja, und ich muss sagen, wäre das legal gewesen oder so in dem Rahmen, wie es jetzt dann ist, wäre ich vielleicht eher weggekommen. Oder wäre die Gesellschaft aufgeklärter. Natürlich kannst du Cannabis auch viel zu viel nehmen, dass das dein Antrieb, sag ich mal, zerstört, dass du nur noch hier rumsitzt. Du auch bei Alkohol, wenn du davon zu viel nimmst, da stirbst du. Bei Cannabis nicht. Cannabis an sich, wie gesagt, wenn wir jetzt wirklich nur vom Verdampfen, vom reinen Cannabis reden, das gibt es keinen Todesfall. Es gibt keinen Todesfall durch Cannabis. Kannst du ja mal googeln, wie viel durch Alkohol sterben. Hunderttausende, bin ich der Meinung. Das Cannabis ist an sich nicht schädlich. Natürlich, wenn man das in zu jungen Jahren nimmt, kann das die Entwicklung des Gehirns beeinflussen. Das will man natürlich auch nicht. Also ich wäre dafür so ab 21 wäre das okay, aber natürlich immer nicht übertreiben. Und wer nicht will, der raucht halt nicht, um Gottes Willen. Jetzt bei der Legalisierung ging es ja nur um Jugendschutz. Es geht ja darum, die schon Cannabis rauchen wollen, die machen das ja schon. Sind wir ehrlich, das ist seit Jahrzehnten ist das schon da. Es ist einfach schon da. Die Legalisierung sollte jetzt eigentlich nur kommen, damit Jugendliche nicht zu irgendwelchen Idioten wie die Dealer, die wir hier gerade in dem Video gesehen haben, ja, hingehen, die nebenher noch Heroin verkaufen oder am besten noch ein bisschen Heroin auf das Gras träufeln und so Müll. Gibt's alles. Und darum ging es ja eigentlich bei dieser Legalisierung jetzt ja drum. Ich meine, für mich reicht das schon, wenn Menschen sich jetzt mehr damit beschäftigen mit dem Thema. Gerade Cannabis kann deinen Alkoholkonsum runterfahren, andere Drogen den Konsum runterfahren, das könnte ein wunderbares Mittel zur Unterstützung von Therapien sein. Aber nein, das ist so verschrien bei uns. Bei uns heißt alles, Drogen sind schlecht, okay. Wenn ich meine Großeltern frage, was haltet ihr davon? Dann sagen die, was, Cannabis, hast du eine Marke, bist du ein Junkie? Wenn du dann aber fragst, na, dann müssen wir ja Bier auch verbieten. Na, naja, mein Bier abends werde ich ja wohl noch trinken können. Ne? Die haben gar nicht im Kopf, dass Alkohol auch eine Droge ist. Die sind halt ganz anders aufgewachsen. Für die ist Alkohol so erschreckend normal. Im Gegensatz zu Cannabis. Also ich bin wirklich Befürworter von Cannabis. Also ganz hart. Sag ich so, wie es ist. Natürlich sag ich nicht, jeder soll das rauchen, um Gottes Willen.
aber ich bin lieber mit 10 bekifften Leuten in Raum als mit 2 besoffenen. Wie oft ich das erlebt habe, dass wegen Alkoholstress war, sich Leute vors Maul gehauen haben. Sowas gibt's bei Gras gar nicht. Auf die Idee würdest du ja nicht kommen. Natürlich auch im Straßenverkehr nichts nehmen, ja, das ist auch alles klar, aber gerade bei so Drogengeschichten, um irgendwo wegzukommen, ist das eigentlich Gold wert. Es ist meine Meinung, halt aus meiner Erfahrung heraus. Es gibt natürlich auch Leute, die vertragen das gar nicht, die kriegen auch eine Psychose durch Cannabis. Das kannst du durch alle Drogen kriegen, auch durch Alkohol. Nur mal so dahin, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt auch viel geringer. Aber das interessiert ja auch alles keinen. Also mir, um es mal abschließend zu sagen, ich bin der Meinung, mir hat Cannabis mein Leben gerettet. Ich wäre entweder tot oder ich wäre im Knast. Weil ich musste genau wie dieser junge Mann, musste ich, um irgendwie Kohle zu machen, musste ich klauen gehen. Na, verticken konnte ich nicht, weil ich hätte alles selbst genommen. Und das, Junge, das ist kein Leben. Es gibt auch keinen, der gerne klauen geht. Du wachst ja nicht auf und denkst, oh ja, jetzt warte ich bis nachts ist und dann klaue ich und geil. Du wirst ja auch nicht reich durch die Scheiße. Du kannst gerade so deinen Bedarf decken. Es gibt niemanden, der freiwillig so eine Scheiße durchmacht. Das verspreche ich dir. Ist das definitiv nicht der Fall. Also das wird nicht, finde ich nach meinem Ermessen, nicht angemessen honoriert. Später, wenn die Patienten ganz stabil sind. Und vor allem, wie gesagt, das Cannabis kann ja jetzt, du kannst ein sauberes Cannabis kaufen, nicht irgendwie mit Blei versetzt, weil als Dealer, wenn du da Blei drauf machst, wird es schwerer, ja. Dein Konsument geht die Gefahr ein, dass er tot umkippt, weil Blei ist hochgiftig, aber machst halt mehr Geld. Im besten Fall machen sie noch Vogelsand rein oder so Müll. Es gab auch Leute, die haben, also in größeren Formen, da haben die so richtige Fässer mit Dünger, natürlich alles Chemiescheiß. Ich glaube PK 13 nannte sich das. Da haben die ihre Pflanze geerntet. Und Kopf über einmal in das Fass getaucht, dann trocknen lassen. Dünger hat dann die Eigenschaft, wird dann auch so kristallmäßig. Und das sieht natürlich bei Gras aus, oh, da übelst Kristalle drauf, so, das glitzert ja generell schon Gras, das ist ja das Harz, was wir eigentlich konsumieren. Und da dachten ja viele, oh, das ist ja übelst krasses Zeug, das ist alles hochgiftig gewesen. Einfach nur, um aufs Gramm irgendwie, weiß ich nicht, 20 Cent mehr Gewinn zu machen. Das kann es ja wohl nicht sein. Weißt du, und gleichzeitig kannst du einen Laden kaufen, kannst dir 20 Bullen Wodka holen und das juckt keinen. Und hier jetzt sehen sie dir auf dem Sack, welchen Bifidopsthema haben. Ich glaube 50 Gramm. Ich bin jetzt nicht mehr so im Cannabis-Game. Also ich bin weg von allen, weil Führerschein, ja, will ich aber da haben. Dieses Jahr ist noch MPU und so Mist. Aber das wird ein Spaß. Das hebe ich jetzt am besten, wie das abgelaufen ist auf jeden Fall. Ja, und das alles, das macht ja keinen Sinn. Und wie gesagt, immer die Angst von allen, oh, jetzt fangen sie alle an zu kiffen, das ist ja nicht so. Also wenn ich mir vorstelle, Alkohol wäre verboten und würde jetzt erlaubt werden, würde ich jetzt nicht in den Laden laufen, mir eine Bulle Schnaps kaufen. Aber gut, das ist jetzt nur, ja. Dann geht das so halbwegs. Speziell für die Ausgabe der Substitute hat Rita mal... Kleiner Funfact, ich habe mal hier in Halle für 0,08 Gramm Cannabis. Da haben die quasi eine leere Tüte von mir ausgepinselt. Da muss ich 600 Euro Strafe zahlen. 0,08 Gramm. Ja, und andere laufen mit der Wodka-Bulle da vorbei und es interessiert keinen. So, das ist völlig verrückt, wenn man sich das so eigentlich mal überlegt. Mein hat eine extra gesicherte zweite Praxis eröffnet. Diese hat im wahrsten Sinne des Wortes täglich auf. Wochenende von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr und feiertags. Weihnachten. Immer Feiertag, jeder Feiertag. Schön. Ist offen. Schön. Tägliche Öffnungszeiten und zu geringe Vergütung. Gibt es deshalb zu wenig Ärzte, die substituieren? Nachfrage bei Dr. Klaus Heckemann, Chef der Sächsischen Kassenärztlichen Vereinigung. Der Mediziner meint, eigentlich wäre die Vergütung ausreichend. Doch wenn man die besonderen Umstände wie gesicherte Arztpraxen und Öffnungszeiten von 365 Tagen im Jahr betrachtet, werde die Substitution schnell zu einem Minusgeschäft. Sehr lächerlich. Ja, das ist ja wirklich, ich meine, ich verstehe die Leute, wie ich bin ja auch so aufgewachsen, pass auf, Drogen sind schlecht. Aber mehr konnten mir meine Eltern dazu auch nicht sagen. Sie ist einfach nur, Drogen sind schlecht.
Toll. Hätte ich gewusst zum Beispiel, dass vom Crystal Meth, dass da die Zähne ausfallen. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man es. Herr Goldzahn hier irgendwo. Zahnfleisch. Völlig zurückgegangen. Das heißt, hier vorne, die sind auch mal in 10 Jahren weg, die Zähne. Muss ich mir auf jeden Fall immer machen lassen. Deine Haut wird schlechter. Dann schläfst du ja auch nicht mehr. Ich habe manchmal war ich am Stück 5 Tage wach. Und da wirst du verrückt. Ich bin zu Hause ausgerastet wegen nichts. Da habe ich Sachen durch die Gegend geschmissen. Du blickst jeden an, du flippst nur aus. Das ist alles. Also das wusste ich halt vorher nicht. Das wusste ich einfach nicht. Und dann war ich aber auch schon so weit drin, ich konnte nicht mehr ohne. Das ist, um es mal jemandem zu erklären, der da wirklich keine Berührungspunkte mit hat. Stell dir vor, das Gefühl Durst, ja. So Hunger und Durst, das kennt jeder. So richtig Durst, hast du wirklich richtig Durst, wo du einfach nur so eine Flasche ächzen könntest. Du trainierst deinen Körper einfach nur was Drittes an. Und jetzt stell dir vor, du hast permanent richtig Durst zum Verrücktwerden und die sagen einfach, na, trink doch nichts, das ist alles gut. Ich meine, Dicker, versuch das mal. Das ist durch die Hölle gehen. Also alleine ohne irgendwelche Unterstützung, ob das jetzt ärztliche ist oder von anderen Menschen einfach, bin ich der Meinung, ist das unmöglich zu schaffen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber das ist halt vielen nicht klar, wie das überhaupt ist. Die meisten wissen ja gar nicht, wie sich das anfühlt. Die denken immer, oh, der ballert einfach immer weiter, so ein Idiot, der braucht einfach nur aufhören. Ja, eigentlich muss der noch fauler werden und etwas nicht mehr machen. Aber so läuft es nicht. Du wirst verrückt. Du wirst wirklich verrückt. Eigentlich müsste das Ganze eben, ja, mal betriebswirtschaftlich kalkuliert werden und ja, es muss einfach für die substituierenden Ärztinnen und Ärzte attraktiv sein, ansonsten geschieht es nicht, denn man kann niemanden zwingen. Die Gebühren für ärztliche Leistungen werden hier in Berlin beschlossen, beim Gesamtverband der Kassen. Weißt du, aber jetzt überlege ich mal, für Globuli, für diese Zuckerküchelchen oder irgendwelche Wässerchen hier, wo sie draufschlagen, das nichts mehr bringt, da bezahlen sie Kohle, die Krankenkassen, das ist mit einer Leistung drin. Aber sowas, tja mal. Ärztlichen Vereinigungen. Auf Anfrage teilt man uns mit, man hätte bisher keine Hinweise darauf, dass die Bezahlung zu gering sei, wolle die Vergütungsstrukturen jedoch überprüfen. Ich habe 3 Ärzte hier und hallo, also wollt ihr mich verarschen? Zurück nach Halle. Es ist Mitte November, genau 2 Monate her, seit Maxim erstmals um Aufnahme in das Substitutionsprogramm bat. Ist das denn doch endlich Platz, kriege ich meine Frage. Ist der Stand der Dinge? Als ich Maxim treffe, sehe ich sofort, dass er wieder entzügig ist. Anstatt mit mir zu reden, muss er sich erst einmal Heroin besorgen. Ich solle nicht mitkommen. Es ist dunkel und für mich jetzt nicht ungefährlich auf dem Drogenumschlagplatz. In 5 Minuten wäre er wieder da, sagt er. Doch ich warte zunächst vergeblich. Als ich mich dann doch auf den Drogenbazar wage, wird mir klar, warum Maxim nicht wiederkam. Polizeieinsatz. Ah. Maxim sehe ich nicht. Später teilt mir die Polizei mit, dass an diesem Abend gegen 2 Personen strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden. Maxim konnte sich bei Zeiten aus dem Staub machen. Nach einer Stunde sehe ich ihn wieder. Er ist noch immer entzügig, braucht Heroin. So, Maxim, kannst du sagen, wie es jetzt bei dir weitergegangen ist? Na, bis jetzt noch gar nicht wirklich. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt, heute? Na, ich bin immer noch nicht in Substitution. Woran liegt das? Wenn ich das wüsste, würde ich ja irgendwas beschleunigen können. Aber ich weiß es auch nicht. Oh, Thomas, ich fühle mich echt nicht wohl. Das gefällt mir gerade gar nicht. Das glaube ich, ja. Nee, allgemein jetzt alles. Das hat alles. Das ist auch alles abgefuckt dann. Ich kotze alles an. Ja, bitte. Okay. Ende Dezember. Ich sehe Maxim wieder. Die einzige Veränderung, er darf wieder im Obdachlosenheim schlafen. Doch ansonsten ist nicht viel passiert. Das kann doch nicht sein, Junge. Seit nunmehr 106 Tagen wartet Maxim auf die Aufnahme ins Programm. Wissen, sagen die, es gibt keine Anhaltspunkte, dass das zu wenig bezahlt wird, Junge. Alter. Immerhin, im Januar kann er zur Entgiftung in eine Klinik.
Im Sommer hatte ich Maxim kennengelernt. Damals dachte er, dass er noch 3 Tage durchhalten müsse. Jetzt ist Winter und er ist immer noch nicht im Programm. Was haltet ihr von diesem Vorgang und was sollte sich in der deutschen Suchtmedizin ändern, damit genau so etwas wie bei Maxim nicht passiert? Bitte schreibt uns einen Kommentar oder lasst gerne auch einen Like da für diese Doku. Das ist so schwer. Das wollte ich mal von 3 Tagen zu, was war es, 100 irgendwas jetzt, wo sie sind. Es ist hammerhart. Und wenn du dann auch wirklich niemanden hast, ich meine, dein normaler Freundeskreis, der verstößt dich ja wirklich. Das geht ja meist so los, du leist ja Kohle von irgendwem. Die merken, du kannst das nicht zurückzahlen. Und irgendwann ist der Kontakt dann gone. Das ist dann einfach vorbei. Wie bei mir war es zum Beispiel so, wo rauskam, so, dass ich drogensüchtig war. Auch jeder Mist, der passiert ist. Ich weiß noch von einem Kumpel, da wurde mal, der hat zum Männertag eine Uhr verloren oder die wurde dem geklaut. Ich weiß es nicht. Relativ teuer, mehrere tausend Euro. Und der ist bis heute felsenfest der Meinung, einfach nur, weil ich drogensüchtig war, dass ich die geklaut hätte und verkauft hätte. Ich habe noch nie in meinem Leben was mit Uhren zu tun gehabt. Also, oh, ich verstehe die Denkweise, ja, aber das ist so traurig. Du wirst von jedem verstoßen. Du bist dann der größte Assi. Ich habe auch so eine Familie, bei der so, du bist halt der ewige Junkie. Das ist, meine Oma liegt mir heute noch, ich bin, weiß nicht, 6, 7 Jahre weg von dem ganzen Scheiß. Heute immer noch, oh, du nimmst aber nichts mehr, oder? Und die Freunde, du hast jetzt andere Freunde und so. Da kannst du auch nur sagen, ja, Oma, da brauchst du das nicht mehr erklären, ja, aber das macht dich halt echt immer wieder traurig, dass die das auch nicht verstehen wollen, wie das abläuft, wie du da reinkommst, was da der Grund ist. Ach Mensch, krieg das mal Like auf jeden Fall. Oh Gott, ich hoffe, Maxim zieht's durch, ey. Das ist alles so traurig. Es geht immer noch ums Geld, das stimmt. Das stimmt. Das ist ja das Traurige. Wie gesagt, diese Globuli-Scheiße, der ganze Rotz, was manchmal von der Kasse bezahlt wird, was nachweislich nichts bringt. Und dann hier. Ach Mensch. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, wir beenden das hier erstmal.